Und es wird ja immer interessanter jetzt. Das haben wir schon gestern gesehen, oder die Zuschauer, die jetzt hier sind, die gestern den Film um 11 Uhr gesehen haben, dass jetzt so primär vom Film her der Fokus auf Nebenfiguren gesetzt werden, aber Nebenfiguren, die unheimlich interessant sind und die ja sehr oft in den normalen Biografien entweder gar nicht oder viel zu kurz vorkommen. Gestern war es ja so, es ging ja um das Erbe von Beethoven, was natürlich im Mittelpunkt stand. Also Beethoven steht natürlich schon im Mittelpunkt, aber dann durch die Frage, wer bekommt das Erbe, wurden ja dann interessanterweise ja die Söhne und vor allen Dingen auch der Neffe kam dann immer mehr in Fokus. Und das Verhältnis vor allen Dingen von Beethoven zu seinen Brüdern, nicht Söhnen, zu seinen Brüdern und seinem Neffe, wurde dann ja immer mehr, wurde ja auch genommen, dass er sehr, sehr ruppig war und eine kleine, einfache Figur war. Und das wurde dann im Verhältnis zu den Brüdern und zu den Neffen ja vorgestellt. Dann kam das fiktive Ende, was ja total fiktiv war, weil sie hat natürlich am Ende nicht das Erbe bekommen, sondern das war, glaube ich, der Neffe, der hat das Erbe gekriegt. In Wirklichkeit, Ja, in Wirklichkeit. So, und dieser Film jetzt, der hat besonders den Fokus zu den Neffen. Karl steht jetzt hier im Vordergrund. Das ist sozusagen wirklich das Hauptthema und ist ja auch eine wirklich sehr, nicht also komplizierte Geschichte und die auch Beethoven sehr in Anspruch genommen hat. Und diese Geschichte zwischen Karl und Beethoven, die schon angerissen worden ist im letzten Film von gestern, steht hier absolut im Vordergrund. So, jetzt aber ins Detail, macht jetzt wieder die Frau Dr. Inga Burch, die Direktorin des Historischen Stadtmuseums in Bonn. Und da wollte ich immer mal ab und zu im Nebensatz sagen, wenn Sie das Historische Stadtmuseum in Bonn, das ist neben dem Viktoriabad, wenn Sie da noch nicht waren, gehen Sie hin. Es ist unheimlich toll, was es an historischem Material gibt, auch an Bildmaterial vom Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg und auch viele interessante Bilder, Gemälde. Und es ist wirklich sehr, sehr lohnenswert, sich da mal so 2 Stunden Zeit zu nehmen, mal an einem Sonntag oder an einem Vormittag, wenn man Zeit hat, jetzt, wo die Regentage sind. Es ist ein sehr, sehr schönes, kleines, wunderbar geführtes Museum. So. Merci vielmals, lieber Herr. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Film, den ich für den heutigen Montag ausgesucht habe, ist der Film, wo ich, wie ich ihn das erste Mal vor ein paar Jahren in Bonn vorführte, wo man wirklich an der Reaktion einiger Besucherinnen und Besucher merkte, dass sie dieser Film, es ist ja eben ein Spielfilm und nicht nur ein Dokumentarfilm, wo man irgendwas annehmen kann oder nicht, sondern durchaus sehr suggestiv, wirklich verstört hat. Und bei einer Dame, das habe ich noch so in Erinnerung, dass mir das fast noch im Wortlaut, die sagte dann wirklich zu mir, wie konnten Sie so einen Film machen, worauf ich der Dame sagte, ja, also wäre ja schön, wenn ich überhaupt Filme machen könnte, aber ich hätte natürlich mit diesem Film, mit der Herstellung des Films, mit der Idee des Films gar nichts zu tun. Der wäre eben schon 1984 gedreht worden. Und ich hätte ihn aber doch so interessant gefunden, dass ich ihn auch gerne zur Vorführung bringen wollte. Dieter Hertel hat schon angesprochen und im Titel, der deutsche Titel heißt eben Beethoven, die ganze Wahrheit. Schon beim Reinkommen hörte ich dann schon, dass jemand sagte, ja, die ganze Wahrheit, das ist ja, wie wir alle wissen, ja immer die Frage und keiner kennt die ganze Wahrheit oder dürfte so vermessen sein, zu glauben, dass er sie kennt. Aber der Originaltitel dieser deutsch-französischen Produktion ist auch sehr interessant, weil Dieter Hertel ja gestern nochmal festgestellt hat, dass es so gut
wie keine deutschen Spielfilme über Beethoven, weil fast alle, die deutschsprachig sind, waren österreichische Produktionen. Es gibt zwar eine Reihe von deutschen Dokumentarfilmen, aber Spielfilme gab es eben wirklich so gut wie nicht. Und das ist eben eine deutsch-französische Produktion und sie hieß dann mit dem französischen Titel, es war auch ihr Ursprungstitel, war eben tatsächlich Le Neveu de Beethoven. Und auch im Ausland lief es unter Beethovens Nephew, also unter genau diesem Titel, der auch angelehnt ist an eine der Quellen, an der sich das Drehbuch des Filmes orientiert hat. Das ist der Titel eines längeren Essays eines italienischen Musikwissenschaftlers und Romanautors Luigi Magnani, der eben sich mit Beethovens Neffen sehr intensiv auseinandergesetzt hat, nachdem die Gerichtsakten veröffentlicht worden sind über diesen jahrelangen Rechtsstreit, den Beethoven eben mit seiner Schwägerin um die Vormundschaft über diesen Neffen geführt hat und der ja wirklich erbittert und, wenn man so will, wirklich mit allen Schikanen von beiden Seiten geführt worden ist und damals eben auch schon die entsprechenden Konversationsbücher auch ediert vorlagen, wo man sich wirklich einen sehr, sehr guten Einblick wirklich von den Quellen her verschaffen konnte, wie die Sache nicht nur Beethovens Leben wirklich zutiefst verdüstert hat, weil er sich da auch unglaublich dann reinsteigerte und es war dann auch wirklich ein ewiges Thema, auch bei den Besuchen von Freunden und seinem Rechtsbeistand, Herrn Bach oder ähnliches, also immer kam man wieder auf dieses Thema und es half auch nicht, dass dann Freunde sagten, er soll doch mal so ein bisschen die Sache lockerer angehen lassen. Es war hemmend für seine Kreativität, weil es wirklich ihn so belastet hat über die Jahre. Und wie gesagt, auch was er dann über seine Gegnerin, eben diese Schwägerin, die er immer schon verabscheut hat, das ist sicherlich das richtige Wort und er nimmt auch in diesen Gesprächen mit den Freunden wirklich kein Blatt über sie vor den Mund, also für ihn ist sie eine Hure. Am schönsten finde ich mal den Ausdruck, der natürlich auch allgemein bekannt ist als Königin der Nacht, womit aber damals wirklich überhaupt kein Kompliment gemeint war, also wie man es vielleicht heute oder mancher es so empfinden würde, war nicht so. Und auch die Verhandlungen vor Gericht waren natürlich darauf ausgerichtet, als sie als absolut moralisch fragwürdiges Subjekt zu zeigen, die auf gar keinen Fall die Vormundschaft über ihren Sohn nach dem Tod ihres Mannes, also des jüngeren Bruders von Beethoven, wirklich von Beethoven übernehmen konnte. Deshalb beansprucht eben dieser Film, also das ist auch, wenn man die Interviews mit dem amerikanischen Regisseur Morrissey auch liest, die beanspruchen schon, dass sie in ihrem Drehbuch tatsächlich sich nur auf diese Quellen berufen hätten. Und vielleicht noch zu Morrissey, so unbekannt ist er nicht, zwar für Spielfilme nicht so sehr bekannt, aber er hat damals schon relativ viel für Warhol gedreht und ist auch einer der Mitbegründer von The Velvet Underground gewesen. Also er war schon eine durchaus bekannte Figur und hat dann zusammen mit einem der Schauspieler, das ist Mathieu Carrière, den man hier in Deutschland sicherlich auch kennt, der in dem Film erzählt so Rudolf, also einer der Schüler Beethovens und sicherlich hochrangigsten Schüler Beethovens, weil er natürlich aus der kaiserlichen Familie stammte und auch zu seinen hauptsächlichen Förderern gehörte, von Beethoven, die ihm ja diese lebenslängliche Rente bezahlt haben. Mit ihm zusammen wurde dann das Drehbuch geschrieben. Also Sie können immer sagen, alles was so gesprochen wird, jetzt auch natürlich in der deutschen Synchronisation, das basiert in den meisten Fällen auf den Konversationsbüchern in den Gerichtsakten. Was ich aber unglaublich interessant finde und was auch ein Kritiker der New York Times beschrieben hat, was wirklich so meine Sicht auf diesen Film, weil ich mir den auch ganz lange, also häufig angeguckt habe, allerdings nie auf großer Leinwand, weil ich dachte, was ist es, was einen dann wirklich dann so erbost? Es ist natürlich, dass Karl van Beethoven in ein sehr viel besseres Licht gerückt wird als in vielen anderen Filmen, wo er dann auch immer so, auch wie damals so Beethovens Zeitgenossen, den so als bisschen liederlichen Tunichgut, also so, wenn Sie so wollen, als Produkt seiner Mutter darstellt.
dass auch dort eben wirklich das, in diesem Film gezeigt wird, dass dieser arme Karl natürlich unter diesem Regiment eines doch sehr obsessiv seine Ausbildung und sein Verhalten und seine Entwicklung beobachtenden Onkel natürlich auch sehr gelitten hat. Man darf nicht vergessen, wie Beethoven in die Vormundschaft gesetzt worden ist, auf Wunsch seines Bruders, den testamentarischen Wunsch seines Bruders, war dieser Junge noch keine 10 Jahre alt und schon setzte dann sozusagen mit, wie ich schon sagte, mit allen Bandagen dann der Kampf um ihn ein. Das ist schon ganz klar, dass man vielleicht es dann schon so findet, dass es hier sehr schwarz-weiß gemalt ist. Aber das, was eben dieser Kritiker eben feststellt, ist auch das, was ich empfunden habe. Gesprochen wird das, was man, ja, man kann es anzweifeln, aber es ist wirklich nach den Quellen eben belegt. Aber, was er so schön schrieb, der Drehbuchschreiber Morrissey hat einen anderen Blick als die Kamera von Herrn Morrissey. Weil eben mit dieser Kamera wird sozusagen ein anderer, wenn Sie so will, Background geschaffen, weil all diese jungen Männer vom jugendlichen Karl, dann natürlich in seinen späteren Jahren, sind einfach hübsche junge Männer, die sich immer schmachtende Blicke zuwerfen, womit natürlich auch die Rolle von Beethoven in einen so etwas besonderen Kontext gerückt wird. Und das ist, glaube ich, auch, was die Leute möglicherweise irritiert hat, dass es 2 Ebenen gibt. Eine Ebene im Film des Textes und sozusagen eine ganz der Kamera eigene Ebene. Spannend ist der Film auf alle Fälle, die Rolle der Gegenspielerin von Ludwig van Beethoven, seine Schwägerin Johanna, wird von der damals gerade so am Beginn ihres internationalen Ruhms befindlichen Jane Birkin gespielt, was schon ganz interessant ist. Die anderen Darsteller, bis auf den schon genannten Mathieu Carrière, sind ja nicht so bekannt. Und etwas, was ihnen nicht vergönnt ist, was ihnen nur vergönnt wäre, wenn sie die englische Fassung sehen würden, ist wirklich das ganz schreckliche Englisch der meisten Darsteller. Und ich habe mich sehr amüsiert, dass dieser Kritiker in der New York Times geschrieben hat, das wäre Early Schwarzenegger German English gewesen, was da gesprochen worden ist. Das erleben Sie nicht. Sie erleben sozusagen heute natürlich eine vollkommen perfekte deutsche Synchronisation. Aber lassen Sie sich darauf ein, denken Sie immer dran. Also natürlich hat jeder Mensch auch eine dunkle Seite, die hat ja auch Beethoven. Und es ist im Film natürlich, oder es ist wie in jedem Roman natürlich, allen ungenommen, sozusagen bei einem mal das Licht etwas stärker leuchten zu lassen und im anderen Fall mal den Schatten sehr viel stärker wirken zu lassen. Und es war dieser Film einer Crew und eines Regisseurs, die, wenn Sie so wollen, aufgrund von vielen Unterlagen eine Ehrenrettung dieses Neffen betreiben wollten und das natürlich dann durchaus in einer einseitigen Form gemalt haben, ohne dass man vergessen kann, dass tatsächlich Beethoven in diesen Erziehungsversuchen mit seinem Neffen eine tatsächlich sehr unglückliche Rolle gespielt hat, auch für ihn unglückliche und tatsächlich Jahre seines Lebens verdüsternde Rolle, die natürlich sich auf diesen armen Jungen auch nicht sehr viel anders ausgewirkt hat. Ich wünsche Ihnen einen ganz spannenden Filmabend. Die ganze Wahrheit, ich sagte dann schon, werden Sie natürlich nie erfahren, die werden wir alle nie erfahren, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der sich anzuschauen lohnt.